Der neue Intendant Peter Weck entschloss sich, den letzten Schrei nach Wien zu holen. Cats von Weber. Seine Idee stieß zu Hause zunächst auf wenig Gegenliebe. Ja, aber Tänzer, Katzen, na, das ist, wie lange wollen Sie denn das spielen? Sage ich, ja, ist immer ein Open End. Na, mein Gott, da kennen Sie ja Wien schlecht. Das würde ich mir nicht trauen. In beinharten Auditions wurden die Darsteller ausgesucht. Das Hausballett wurde weitgehend entmachtet. Die Gewerkschaft lief gegen Weck Sturm. Aber ich habe mich auch damals dann wehren können und habe gesagt, schauen Sie, Sie können ja auch einen Trabrenner nicht mit einem Haflinger gewinnen, nicht? Da hat er gesagt, ah, der bezeichnet unsere Tänzer als Haflinger und so. Und jetzt sage ich, naja gut, schonenderweise, man müsste ja Pinzgauer sagen. Mit Cats entstand der neue Typ des Tanzmusicals. Es brauchte keine Stars mehr, der Star war das Ensemble selbst. Cats lief 7 Jahre. Zu viel für ein subventioniertes Haus, fanden Kritik und Politik. Es war so, dass sogar ein Stadtrat gesagt hat, Gott soll uns schützen vor einem Erfolg wie Cats. 7 Jahre das gleiche Stück, eine Katastrophe. Nur ich wünsche es Ihnen heute.